Vom 8. bis zum 14. November findet hier bei uns in Düsseldorf die Diabeteswoche 2015 statt. Unter dem Motto Düsseldorf Leben ohne Diabetes finden jeden Tag verschiedene Veranstaltungen statt. Im Mittelpunkt steht die präventive Bedeutung von Bewegung und natürlich auch der richtigen Ernährung. Aber auch der Einsatz digitaler Technologien spielt im Gesundheitsbereich und bei Diabetes eine immer größere Rolle. Vodafone in Düsseldorf und das Westdeutsche Diabeteszentrum haben in Zusammenarbeit ein Pilotprojekt durchgeführt und David Flori kennt dazu die Einzelheiten. Wenn sich Martin Herhold auf die Waage stellt, wird das Gewicht über das Mobilfunknetz direkt an seinen Arzt übermittelt und die Daten werden in seinem Profil erfasst. Dasselbe passiert, wenn der 44-Jährige seinen Blutdruck und Blutzucker misst. Über einen Schrittzähler wird zusätzlich seine Bewegungsaktivität erfasst. Das alles ist Teil eines Projektes, bei dem 200 Diabetespatienten telemedizinisch betreut werden. Der überwiegende Teil der Diabetesfälle, 90%, sind ja Typ-2-Diabetesfälle. Und Typ-2-Diabetes entsteht durch Übergewicht und fehlende körperliche Aktivität. Und viele Personen wollen ihr Leben ändern, aber das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und mit unserem Projekt, wo wir sie halt also kontinuierlich überwachen, können wir sie auch motivieren, wir können sie stützen und können ihnen helfen, dass sie halt wirklich es schaffen, Gewicht abzunehmen und sich mehr zu bewegen, um dann den Diabetes wirklich in den Griff zu bekommen. Das hat auch bei Martin Herhold durch die telemedizinische Betreuung funktioniert. Seine Daten landeten täglich vollautomatisch auf dem Computer von Professor Martin. Nicht nur eine Erleichterung, weil das lästige Aufschreiben und Dokumentieren der Werte entfiel, auch die Motivation bei dem damals 140 Kilo schweren Patienten wurde gestärkt. Ja, es ist ein positiver Druck. Also der Druck war da, der Arzt kann sehen, was man gemacht hat, ob man sich bewegt hat oder nicht. Früher war das nicht möglich. Dann hat man dem Arzt gesagt, man hat sich viel bewegt und der Wert ist trotzdem so stabil geblieben. Heute kann er gucken und sehen, aha, man hat sich am Wochenende gar nicht bewegt, man war faul zu Hause. Und das ist natürlich ein positiver Druck. Mittlerweile hat der Energieelektroniker gute 30 Kilo abgenommen und auf das Insulin kann er verzichten. Seine Lebensqualität ist dadurch deutlich gestiegen. Früher sehr anstrengend, durch das Gewicht natürlich etwas nicht so mobil. Und seit der Reduzierung fängt der Tag schon ganz anders an, positiver. Ich gehe ganz anders raus, Klamotten passen und dementsprechend ist mein Lebensgefühl etwas besser. Obwohl Martin Herhold schon über 8 Jahre an dem Diabetes Typ 2 litt, bevor die telemedizinische Betreuung begann, war die Behandlung erfolgreich. Sein Diabetes ist nicht mehr nachweisbar. Wir haben letztes Jahr einen Blutzuckerbelastungstest gemacht und der war wieder ganz normal. Neben der Motivation der Patienten hat die Telemedizin bei der Behandlung vom Diabetes Typ 2 auch den Vorteil, dass die Anzahl der Arztbesuche deutlich reduziert werden kann. Die Betreuung muss dadurch aber nicht schlechter sein, zum Beispiel durch Videokonferenzen. Dass man hier ein Coaching erfährt als Patient. Die eingehenden Werte werden einfach nur mal in einem Telekonsultgespräch diskutiert und dem Patienten auch Ernährungstipps oder Bewegungstipps gegeben. Und damit dürfte die Entwicklung der Telemedizin im Bereich der Diabetes noch nicht beendet sein. Da wird es irgendwann telemedizinische Zentren geben, sodass die Menschen halt zentral betreut werden. Und das wird vielleicht gar nicht so die schlechtere Behandlung sein, weil die Zentren werden dann die Hausärzte unterstützen. Der Patient bleibt weiter bei seinem Hausarzt. Aber all diese Dinge können wir dann, ohne dass wir mit den Patienten uns sehen, dass wir die nur telemedizinisch betreuen. Die ersten Krankenversicherungen haben bereits angedeutet, die Kosten für die telemedizinische Behandlung von Typ-2-Diabetikern zu übernehmen. Denn in der Reduzierung der Insulinbehandlungen liegen große Einsparpotenziale.